Hallo und willkommen zu unserem heutigen Lernvideo, in dem wir uns damit beschäftigen wollen, wie wir eine solche geschwungene Wegeform eingeben können. Wir tun dies im Grundriss, im Erdgeschossgrundriss und verwenden die Zeichenfunktion. Für die Eingabe habe ich hier für die Wegeform schon einmal entsprechende Konstruktionspunkte gesetzt. Am Anfang des Weges würden wir eine Polylinie setzen und genauso am Ende des Weges. Also Zeichenfunktion Polylinie E, 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 rechte Maustaste und hier unten genau die gleiche Vorgehensweise. Die geraden Bereiche des Weges würden wir über die Zeichenfunktion Linie zeichnen. Und die noch offenen Bereiche würden wir über die Zeichenfunktion Linien verbinden, abrunden, abschrägen, verbinden. Das heißt, wir klicken die eine Linie an und die andere Linie und verwenden die Funktion Abrunden mit einem Radius von 300 Zentimetern. So können wir die noch offenen Lücken schließen und die geschwungene Form unseres Weges erstellen. Möchten wir diese Fläche im Grundriss mit einer Farbfläche kenntlich machen, dieses Polygon markieren und mit einer Füllfarbe füllen. Genauso können Sie mit Schraffhorn arbeiten, dass Sie eine Schraffhorn noch für diesen Bereich auswählen, oder Sie können das Ganze auch wieder auf keine Füllung stellen. Handelt es sich um ein ebenes Grundstück, können Sie dieses Polygon als Gelände übernehmen und entsprechend diese Geländebereiche auch mit einer eigenen Textur, wie zum Beispiel einer Wegepflasterung, versehen. Handelt es sich um eine kleine Hanglage, gehen Sie anders vor. Sie öffnen den Geländemodus, zu erkennen an der Toolbar auf der rechten Seite Gelände und würden hier noch einmal ein Polygon als Geländelinie eingeben. Einfach die Zeichenfunktion Polygon verwenden. Wir verwenden zum einen die bereits gesetzten Konstruktionspunkte. Der Höhenwert 0,2 Meter ist in dem Fall die eingegebene Sockelhöhe, wenn wir uns mit der Geländefunktion auf den Rohfußboden beziehen. Neben den Konstruktionspunkten setzen wir im Bereich der Rundung, Zwischenpunkte denen wir dann die entsprechenden Höhen geben können. Rechte Maustaste. Sie sehen, am Anfang sind die Höhen alle auf die Basishöhe eingestellt, in dem Fall minus 0,2 Metern. Im nächsten Schritt geben wir den Höhen, die auf einer Höhe liegen, den Höhenpunkten abgestufte Höhen, bis letzten Endes der Weg bei einer Höhe von minus 1,50 Meter, sprich dem Straßenniveau, endet. Wir markieren mit der Funktion Zeichenelemente markieren gegen den Uhrzeigersinn immer Punkte, die ungefähr auf einer Y-Koordinate liegen, da das Gelände von Nord nach Süd abfällt. Das heißt, diesen beiden Punkten geben wir annähernd oder exakt die gleiche Höhe, minus 0,5. Genauso verfahren wir mit diesen beiden Punkten, minus 0,65. Diese Punkte, minus 0,75. Dieser Punkt, minus 0,85. Diese Punkte
minus 0,95, dieser Punkt minus 1,05, diese Punkte 1,25 minus 1,35 minus 1,45. Den unteren beiden Punkten geben wir das Geländeniveau von minus 1,50 Meter an. Minus 1,5, minus 1,5. Anschließend können wir das Polygon markieren und dieser Fläche ein eigenes Material zuweisen. Über die Schaltfläche Material, Boden, Texturgruppe, Grundstück Wege die gewünschte Textur auswählen, zuweisen. Damit wäre die Planung dieses Weges fertig.